Oh yeah, Elektroschrott. Das Zauberpony hat mir ein Paket geschickt. Man weiß bei ihm ja nie, was drin ist. Es könnte ein neues Oszilloskop sein oder alte Unterwäsche. Ich bin gespannt, was drin ist. Schauen wir mal rein. Yay, es gibt mal wieder ein neues Paket vom Sebastian N. aus B., seinen Freunden, Verwandten, Verehrern und Groupies, auch als das Zauberpony bekannt. Und es ist diesmal wirklich also ordentliches Paket. Auch sehr professionell mit angenehm viel Klebemitteleinsatz verpackt. Ja, also nicht, dass hier irgendwas zu wenig klebt. Und ich rücke den mal mit meinem Präzisionswerkzeug hier zu Lade. Und dann schauen wir mal, was wir da drin haben. Ich bin gespannt, das Pony ist immer so herrlich kaputt. So, wie wir sehen, es ist viel Geraffel mal wieder. Und bevor wir darauf eingehen, was es tatsächlich für Geraffel ist, oh, er hat mir ein Bild gemalt. Ist es nicht schön? Das Zauberpony schickt dem Zappes noch ein Paket mit Elektroschrott und dem Blubbel noch eine alte Digitalkamera für die Sammlung. Wir haben also schon so eine Ahnung, was hier für ein Bonus-Goodie drin ist. So. Bevor ich das jetzt auspacke, stelle ich euch mit der Kamera ein bisschen um. Dann wird das alles ein bisschen dramatischer. Ich habe mal ein bisschen Platz geschaffen. Das Paket steht hier schön unten drunter. Und ich werde jetzt dann die Schätze heben, die uns das Zauberpony hier zukommen wird lassen. Ich sehe hier als erstes eine Tasche mit einem Loewe Pro Aufdruck. Und ich habe die Vermutung, dass das Geschenk für den Blubbel sein wird. Und ja, oh, das ist traumhaft. Sorry, aber das ist ja mal wirklich auch wieder sehr schön. Ja. Das erinnert mich an längst vergangene Zeiten. Smart Media Cards. Sachen gibt's. Okay, ich weiß schon, wer sich darüber sehr freuen wird. Ein T-Sinus 154 DSL. Insofern putzig, weil wir uns erinnern, so ein T-Sinus 154 Data, ne? Den hatte ich hier schon mal auf dem Tisch. Sieht nicht gerade so aus, als ob das Gerät noch gut funktionieren würde und sogar wenn es das täte, wenig Interesse dran. Wir können aber einfach mal reinschauen, was sich hier unter diesem Klebeband verbirgt. Das ist doch schön, wenn die Leute die Tiere uns schon für einen machen. Das ist tatsächlich ganz putzig. Da ist ein Armcore von Samsung drin und der WLAN-Teil ist tatsächlich auf so einer Mini-PCI-Karte. Sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Fragt man sich ja fast, ob man das noch irgendwie gebrauchen kann. Schaue ich mir vielleicht später nochmal an. Bis dahin, naja, defekter WLAN-Router. Oh, großartig. Aus der TV-Werbung die Fußball-Hits der Saison 97-98. Gerade für jemanden, der so wie ich wirklich ein riesiger Fußballfan ist, fast nicht zu schlagen. Wir haben hier solche Knallertitel wie FC Bayern und Andrew White, We Are the Champions Once Again. Oder auch Ronny und seine Twins, Hurra, der HSV ist wieder da. Oh, ganz besonders freue ich mich natürlich an dieser Stelle auf das Lied Mario Mondi mit dem FC Kaiserslautern, Verein fürs ganze Leben. Ich glaube, das wird ganz großes Kino. Tolle CD, danke. Skatkabel, hervorragend. Und wisst ihr warum? Weil sich die Leute beim Wertstoffhof immer so drüber freuen. Was? Man kann es auf einen Blitzschuh stecken, so wie das hier aussieht. Insofern habe ich die Vermutung... Oh! Das ist ja ganz köstlich. Das scheint sowas wie ein aufladbares Fahrradlicht oder so zu sein. Das könnte noch mal irgendwie ganz praktisch sein, vielleicht wegen der Aufladeschaltung.
traumhaft eine Wireless Notebook Network Card 54G Wireless von Belkin. Braucht man täglich. Mein Gott, was dieser Typ für einen Schrott bei sich zu Hause hat. Ich stelle mir vor, dass das bis vor ein paar Tagen bei dem ausgesehen hat wie ein Ludol, wie bei den Ludols. Ja, und jetzt sieht es bei mir so aus. Aber was haben wir denn hier? AKG T101 UHF Transmitter. Ah, ich habe so eine Vermutung. Ja, AKG K105 UHF Kopfhörer. Ob der doch funktioniert? Das müsste ich glaube mal ausprobieren. Ich meine. Ja, Strom hat er jedenfalls im Moment keinen mehr. Wahrscheinlich sind auch die Akkus durch, aber. Irgendwie interessant. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal gebrauchen kann, aber vielleicht so für Tonübertragung. Irgendwas mit USB. Ich vermute, es handelt sich um einen. Es könnte ein USB-Speicherstick sein oder irgendwas mit WLAN oder. Free Control. Falls irgendjemand eine Ahnung hat, was es ist, schreibt es in die Kommentare. Ein Notebook-Netzteil von Lenovo. Das ist natürlich schon ganz gut. 20 Volt, 65 Watt. Netzteile kann man ja irgendwie nie genug haben. Ich meine, so langsam aber sicher komme ich zwar in Richtung von genug, aber hey. Um Gottes Willen. Das, was gerade diese Bemerkung getriggert hat, hole ich als letztes raus. Wir haben ja noch ein Netzteil, IBM. 16 Volt, 130 Watt. Wow, nicht schlecht. Ja, Mami, ich glaube, ich fahre heute Abend noch zum Wertstoffhof, weil Multimedia Netcard, GPRS, UMTS, Wireless PC Card, 32-Bit Carbus, ich habe nicht mal einen Computer, wo sowas reinpasst. Ein Siemens S35. Das ist lange her. Sehr lange her. Sehr, sehr lange her. Ja. Ich vermute das mal als Medium-Waffe. Dann dazwischen mal so ein bisschen Kabelkram. Was haben wir hier? Ein Telefonkabel. Super, analoges Telefon. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt ein analoges Telefon hatte. Das hier sieht aus wie. Oh, cool. Cool, cool, cool. Das ist ein Anklipsmikro. Das kann ich vielleicht tatsächlich hier für meine Aufnahmen gebrauchen oder so, dass ich mir das irgendwie dran klipse und damit was mache. Das ist gar nicht mal so schlecht. Das behalte ich mir. Ah, schön. Das ist ein 12-Volt-Adapter fürs Auto. Muss ich mal reinschauen oder durchmessen, auf was der genau adaptiert. Kann man bestimmt auch nochmal irgendwie verwenden. SCART auf S-Video-Adapter. Das ist tatsächlich nicht ganz sinnlos. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil für so alte SCART-Geräte, wenn man die an moderne Fernseher kriegen will, ist die einfachste Möglichkeit, dass man einen AV-Receiver verwendet. Und die haben sehr häufig tatsächlich eine Menge S-Video-Eingänge. Und dafür ist das ganz gut. So, wenn ich mal eines Tages irgendwie mit so einem alten PlayStation-Ding oder sowas machen will, solche Kabel sollte man sich aufheben. Druckerkabel, hatten wir neulich schon. Vorhin ist es diesmal kein Druckerkabel, diesmal ist es ein serielles. Mit der Aufschrift Sampler TST. Liebes Zauberpony, hast du nicht Lust, vielleicht in den Kommentaren oder so zu erklären, was Sampler TST macht? Ich gehe so lange mal ein bisschen näher ran hier. Ja. Komisches Ding. So. Der Rudolfs-Effekt geht weiter mit zwei weiteren Mobiltelefonen. Ein Sony Ericsson sieht so ein bisschen aus wie das T610, das ich mal hatte, aber nicht ganz genauso. Vielleicht ein T630 oder so. Ist tatsächlich noch ein Akku drin. Und irgendwas von Motorola, was jetzt ja,
F3 steht drauf. Ich kenne mich mit Mobiltelefonen nicht sonderlich aus, aber... Mhm. Oh! Ein Solartaschenrechner und der funktioniert sogar noch. Und wisst ihr, was das Perverse dran ist? Den kann ich sogar gebrauchen. Der bleibt genau hier an meinem Arbeitsplatz liegen, weil das ist genau das Richtige, wenn man mal zwischendurch kurz einen Widerstand berechnen muss oder so. Danke, Zauberpony. Das ist ein cooles Sponsoring-Teil für meinen Elektronikwahn. Noch ein paar Kommentare. SanDisk Cruiser. Au, scheiße. So sahen früher USB-Sticks aus, also Speichersticks. Ich will gar nicht wissen, was der an Speicher hat. Meine Wette wäre nicht mehr als 256 MB. Wenn überhaupt. Ein Adapter von großem Hohlstecker auf einen kleinen Hohlstecker. Es könnte sogar fast dieselbe Größe sein und interessanterweise mit einem Schiebeschalter obendran, der mit 0 und 1 bestiftet ist. Also ich nehme an, das ist, damit man bei irgendwelchen Netzteilen tatsächlich einen physischen An-Ausschalter kriegt, wäre jetzt meine Vermutung. Ein SCART auf SVHS und Composite. Das ist ja witzig, sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Also ich habe schon genug SCART auf SVHS und Kabel gesehen und genug SCART auf Composite Adapter. Aber so ein Adapter, wo beides drin ist, kannte ich auch noch nicht. Kann nicht schaden, wenn man es in der Sache hat. Oh Mann, der Typ hat doch eine Macke. Kinders. Also, wir haben hier ein Sony Vaio Notebook aus der Zeit, als Notebooks auch richtige Klopse waren. Ultra fettes Ding. Es ist ein DVD-Laufwerk drin. Es handelt sich um einen PCG 9K3M. Sogar noch mit einer Windows XP-Lizenz, die brauche ich dringend. Mit dem Gerät mache ich einen Teardown. Sage ich jetzt einfach schon mal, auch wenn ich ansonsten wahrscheinlich ziemlich vieles einfach mal so wegbunkere oder wegschmeiße oder so, aber mit dem Gerät mache ich einen Teardown. Das schauen wir uns in einem gesonderten Video mal von innen an. Cooles Teil. Dann hätten wir hier noch einen Canon Flachbettscanner. Ja, mit dem müsste ich glaube mal ausprobieren, ob er noch funktioniert. Weil, falls der noch tut, dann könnte ich mir glatt überlegen, ob ich mir den im Büro hinstelle, um Notizen zu scannen oder so. Ja, das müsste ich eventuell mal schauen. Also, im Moment spiele ich am ersten noch mit dem Gedanken, dass ich ihn tatsächlich als Scanner irgendwie benutzen will, falls er noch funktioniert. Falls ihr der Ansicht seid, ihr wollt unbedingt mal wissen, wie ein Scanner von innen aussieht, in die Kommentare reinschreiben, dass ihr einen Teardown von dem Ding braucht, dann mache ich gelegentlich einen. Ansonsten gibt es im Paket noch ein Netzteil, das dürfte das Sony-Netzteil von dem Vaio sein. Und ein bisschen Verpackungsmaterial hier, umweltfreundlich Papier, gutes Pony. Das war's. Mein Gott, was für ein Haufen Geraffel. Was für ein Haufen Schrott. Gerade diese Mobiltelefone jetzt. Da habe ich jetzt wirklich eine ganze Menge davon und ich frage mich, was ich damit mal machen könnte. Also irgendeine Art von Performance muss da noch rauszuholen sein. Das ist ja hier diese Netzwerkkarten driss. Mann. Ich weiß schon, wie es zusammenkommt. Das ist lauter Zeug, das man einfach nicht wegschmeißen kann. Man bringt nicht übers Herz. Ja, kommt so ein Typ wie ich daher, dann kann man dem den ganzen Scheiß schicken. Verdammt, jetzt habe ich es an der Backe. Und bringst dich übers Herz, es wegzuschmeißen. Na gut, schauen wir mal, was damit geht. Der Mann mit der Nase dankt dem Zauberpony für diese wunderbaren Einsendungen. Top! Gerade der Taschenrechner ist super. Super Teil. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wahrscheinlich beim Teardown eines Sony Vaio Notebooks. Bye! Kleiner Nachtrag vom Nasenmann. Der Scanner ist definitiv im Arsch. Von dem mache ich ein kleines Teardown-Video demnächst.
Und hey, Zauberpony, der Blubbel bedankt sich sehr für die Kamera. Geiles Teil, hat sich super gefreut. Gut gemacht. Jetzt aber wirklich Schluss. Ein PS habe ich doch noch. Ich suche nämlich gerade aktiv was ganz Bestimmtes. Und wenn ihr das habt, her damit. Ich suche nämlich Koaxkabel mit BNC-Steckern, die zugehörigen T-Stücke und Terminatoren. Also letztendlich dieses typische 90er-Jahre 10-Mbit-Netzwerk-Geschisse. Ich habe meins leider vor 20 Jahren komplett entsorgt, aber wenn ihr noch was übrig habt, ins Paket und ab zu mir. Aber jetzt ist wirklich Schluss. Like, share, subscribe, sonst poop. Ciao. Was?